Da hat man gerade eine Dreiviertelstunde für eine 20 Sekunden Intro-Szene gebraucht. Und dann kackt die Scheiße ab! Bordstein zu rechten Füßen, habe ich gehört. Männer? Ich habe gesagt, Bordstein sagt hallo. Du Ekel, Mario. Du Ekelhafter. Du, was ist das für ein Typ? Was? Hamburger mit Mayo? Ist der kleine Kinder, oder? Tatsächlich. Zwei Hamburger mit Mayo drauf. Mit Mayo drauf, ja. Mach mal Mayo drauf. Machst du auf den Burger Mayo? Ey Colin, du Assi-Arschloch, Junge, fahr mal vor! Ey Colin! Fahr mal einen halben Meter vor, wenn ich bestellen kann! Assi-Arschloch, ey! Jetzt hör mal zu, du Assi-Arschloch! Entweder du fährst jetzt vor oder ich steche dir die Reifenplatte! So, jetzt aber! Was geht ab? Nimm mal das! Was geht ich ab? Bin jetzt auf YouTube! Da Dylan Blue kommt raus! Ich war da nicht! Ey Colin! Nun! Du riechst aber gut nach Öl, ey. Er ist so ein Elektroauto, oder? Benzin. Aber Diesel Elektroauto, ne? Frontantrieb? Oh geil, ey. Und normal, ey. Ja, ey, heftig, oder? Dicker. Ja, aber sind so Xenon-Teile, oder? Ja, wild. Automatik, ne? Nicht handgerissen, handgerührt? Nee. Wild, das ist der neue E-Golf. Handgeschrubbt, das Ganze. Handgeschrubbt. In 2 Jahren kommt der erst raus eigentlich. Wickst du eigentlich? Was? Ob du wickst dann sogar? Jetzt im Auto nicht. Nee, im Auto nicht? Probier mal aus, das ist ganz gut. Wickst du eigentlich? Wichsen? Ja, ja. Wie oft? 2-3 Mal. Das ist zu wenig. Ich persönlich, ich wichse mir mindestens immer so 2-mal am Tag ein. Einmal direkt nach dem Workout und dann direkt nach dem Lunch. Ich mach's gern, weißt du, aber darum tue ich's nicht. Man weiß auch nicht, scheiße, ich geh. Es ist ganz wichtig immer. Oh, hol Messer raus, hol Messer raus, hol Messer raus. Ah, hier ist er so. Ich bin ja bei meinem Auto. Alles klar? Ob hier jetzt einfach jedes Autotreffen geblockt ich, wird, Leute? Ob ich, ja, na klar, wichse ich. Ja. Das kannst du, ich will das können, Mann. Kann ich auch filmen? Gib mal her, den Spaß. Hier sind die allerechten. Guckt euch das an, guckt euch das mal. Ich wollte gerade sagen, jeder Display, das guckt euch diesen Mafiosen, guckt die Mafia-Karre an. Bisschen dicken, Mann. Junge, nein, komm, ey. Das ist ey, Gott, so eine Mafiosen-Karre. Schwör auf Waller. Nein, andersrum. Nee, andersrum. Unten, ja? Mann, ja, ja. Junge. Boah, ich kann vorfahren, ne? Warte hier. Hör mal, Sohn. Sohn. Aber was gibt es denn hier heute? In der Auslage haben wir ein paar Burger. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin noch nicht ganz sicher. Oh, hier sind noch irgendwelche Nuggets oder so. Nein. Zwei Tüten. I'll have two number nines. A number nine large. Ah, da haben wir die Double Cheese. Hör mal, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Wie wär's denn damit? Hier. Jetzt beißen wir ab so. Boah, Junge, geil. Ab in den E30 damit, Alter. Yo. Das war knapp, Alter. Das sehe ich in dem Story.
Ja. Oder war knapp, Junge. Wo ist denn mein Handy? Ja, kenn ich. Ich kann nicht ernst. Ohne Ernst, wenn du das Nummern, das Nummern wenn du auftauchen tust und meinst, den Dicken raushängen zu lassen müssen, mit deiner Trompetenausschalldämpfer. Dann kommt die, nee, dann kommt die Anzeige. Ja? Da werden ihre Personalien festgestellt. Dann werden die Personen festgestellt und dann geht er zur Polizei. Die Polizei ist alarmiert. Weißer Corsa, BOH. Anzeige ist raus. Ich freue mich nicht. Die Polizei ist alarmiert. Die Kollegen in grün, blau. Hast du deine Weste mit? Nee. Weste ist auch nicht dabei, habe ich schon alarmiert. Der Kollege macht Stress mit seinen Blitzpiepen-Mobil. Hör mal jetzt hier zu, Sohn. Also, jetzt ist hier erstmal Schluss, ne? Ich bin jetzt Rentner seit 2 Monaten und jetzt mache ich hier die Anzeige raus mit der Apple Watch. Ich hab einen scheiß Kiosk an, guck ZDF, das wissen wir beide. Ne? Und gegenüber ist. Red mal geradeaus, Junge. Hör mal hier. Ja, genau. Ich bin zwar Hartz-IV-Empfänger, aber die 500k-Leitung, die habe ich trotzdem zu Hause. Ja. Weißt du warum? Weil ich mir jährlich immer die Verträge ändere und wieder neu mache. Und dann kriege ich immer Tablets und Apple Watch dazu, die nachher bei eBay verticke. Ey, brauchst du noch ein neues Handy? Hier, Yellowstrom. Hör mal, Sohn, kennst du Surround 5.1? Das ist Mist. Ich hab jetzt Surround 9.8. Ich hab jetzt einen Helikopter im Boden drin, hör mal. Wenn du einen Film guckst und der über dir fliegt, dann bebt das ganze Zimmer. Aber ich guck trotzdem nur ZDF. Aber ein paar Weltkriegsdokus mit 5.1 sind da bis dann auf, Sendung. Ja, dann hört es ja, als ob die Bombe über mir explodiert hier in Hiroshima. Was war das denn, Sohn? Sohn, guck dir mal die neue Anlage an. Ich habe jetzt eine Box über mir hängen. Sohn, ich hab meinen Nachbarn die Box da oben gebaut, weil bei mir kein Platz mehr ist für die Scheiße hier. Ne, freust du dich, ne? Ja. Hier, bei der Kranken raus. Wenn ich bei der Kranken dann immer rumschreie, dann ist wegen meiner Musikbox da. Also, wir hatten immer eine Sache, das ist gar nicht klar. Dann kriegt er dabei. Amazon! Pussy Pussy! Hä? Wie, ihr habt Schluss! Was ist denn jetzt los? Wo ist die Pussy, John? Wo ist die Pussy? Komm! Nee, ich weiß ja nicht, wie meine Freunde heißen. Das ist das Problem, sonst würde ich das ja schon sagen hier. Hauptsache, Jan, Hauptsache. Ich hab die Box. Mach mal einen Satz raus, Junge. Ich hab die Box jetzt bei den Nachbarn eingebaut. Gefällt dir das, Sohn? Hast du schon gesehen hier? Walking Dead. Hab gerade zu Ende geguckt, die Folge, ne? Sohn musste erstmal davon berichten. Also, da war wieder so ein Zombie-Sohn. Und dann, ja. Ich hab gerade geguckt, Alter, und durch meine Box, Junge, die ganze Scheiben sind rausgeflogen. Ganz keine Zähne, die Scheiße. Sohn. Boah. Alter, ich kann nicht. Hast du auch dieses. Also, ich gucke immer eine Folge und dann komme ich direkt mit meinem Sohn ins Zimmer und erzähle von dieser Folge. Also, ich gucke jetzt. Was gucke ich denn noch gerne hier? Orange is the New Black oder wie das da heißt. Da. Also, ich habe einen Endepetaler Akzent, so, aber ich kann ihn gar nicht nachmachen. Ich glaube, ich auf jeden Fall. Hat sich auch gedacht. Der Balowski.